Mir ist kalt. Es ist Donnerstag. Ich bin, wie man auch unschwer an meiner noch morgendlichen Duschschminkfrisur sieht, völlig verloddert. Ich habe schon einiges am Buch gearbeitet und mache auch jetzt gleich weiter. Aber ich habe auch einen Pulli fertig. Er ist sehr kuschelig. Und das ist auch gut so, denn irgendwie ist es heute total kalt. Ich friere mir hier den Schwanz ab. Bin auch sowieso immer noch grantig, also irgendwie, ja, ärgerlich. Aber da wir das jetzt nicht mehr ändern können auf den letzten Metern und heute, entschuldige, im Hintergrund ist der Wasserkocher, habe ich das eben schon gesagt, das ist ein bisschen laut, habe ich nicht gesagt. Da wir das jetzt nicht mehr ändern können, muss ich da jetzt so durch. Ich weiß nicht so richtig, was das für die Zielsetzung bedeuten soll. Ich würde mir wünschen, heute Pi mal Daumen 15 Kapitel in Band 3 fertig zu kriegen. Dann besteht eine reelle Chance, dass ich ihn morgen ganz fertig kriege, also zumindest die Überarbeitung, noch ein bisschen an Feinschliff kann. Und dann ist auch Schluss. Also ich fahre zwar erst, also heute ist Donnerstag, ich fahre erst am Sonntag ab, aber wie gesagt, der Samstag ist ja doch immer eher zum Packen dann gedacht. Also heute und morgen ist das, was uns bleibt an der Schreibfront. Mit diesem fertigen Pullover und der fertigen Strickjacke bleibt jetzt nur noch der Schal und theoretisch noch ein Socken, aber ob ich den noch schaffe, weiß ich nicht. Dann habe ich auch alle meine Stricksachen geschafft. Ach, mir geht's so kacke. Also weiß ich auch nicht. Wow. Aber ich habe, wie gesagt, da gerade den Wasserkocher an. Ich habe mir einen Tee vorbereitet. Den werde ich jetzt gleich richtig schön lange ziehen lassen. Und dann werde ich dieses Wrack an den Schreibtisch bringen und danach wieder aufs Sofa. Und dann wird noch ein bisschen gehäkelt und gekuschelt. Es ist wirklich schwanzkalt heute. Ich hatte mich gerade so an 9 Grad gewöhnt. Jetzt ist es irgendwie wieder deutlich kälter. Verdammt, ich fand das so schön. Übrigens passt mein neuer Nagellack nicht ganz hervorragend zu dieser Wolle. So lustig. Ich hätte auch noch diese Farbe kaufen sollen und die Nägel verschiedenfarbig lackieren sollen. Aber stattdessen habe ich bei meiner Shoppingtour gestern ein Gelb gekauft. Ist ja auch ganz nice. Es ist mittlerweile, was ist es eigentlich? 3:45. Ich bin im Buch Band 3 bis Kapitel 10 vorgedrungen. Ich meine, ich hatte da insgesamt 22 Kapitel geschrieben. Also ganz gut. Aber mir geht es irgendwie echt richtig kacke. Also ich habe mir geschworen, ich werde noch mindestens ein Kapitel schaffen heute. Das ist dann das 10., glaube ich. So, dass ich so Pi mal Daumen bei einer Halbzeit bin und morgen, wenn ich krass drauf bin, noch fertig machen könnte. Aber es fällt mir schwer. Also ich habe schon einen Aspirin-Komplex genommen und nehme Umqualuab und keine Ahnung. Ich habe auch einen Corona-Test gemacht, man weiß ja nie. Ich meine, ich gehe ja eigentlich nicht unter Leute und wenn, dann mit Maske, aber ist zumindest nichts, was der Test hätte feststellen können. Ich glaube auch nicht, dass es Corona sein könnte, weil, wie gesagt, dazu müsste ich erstmal Kontakte haben, glaube ich. Aber ja, ist ja egal, was es ist, es nervt. Und jetzt tüdel ich hier so durch. Also ich werde jetzt noch diesen Schal heute fertigstellen. Denn stricken geht, oder häkeln in diesem Fall, geht tatsächlich immer. Da bin ich jetzt so auf dieser Breite, also ungefähr handbreit, ausgestreckte Fingerhandbreit. Es ist wirklich schön, das Muster, also das gefällt mir gut. Ich habe es noch ein bisschen improvisiert, aber also ich werde das jetzt noch heute fertig kriegen und dann sind alle meine Strickprojekte ja auch fertig. Mal gucken, ob ich dann noch den zweiten Socken mache. Den einen hatte ich schon gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich euch den im Detail gezeigt hatte, vielleicht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das müsste ich ja, wenn, zu Hause gefilmt haben. Oh, Schwindel. ja, der ist wie alles im Moment bei mir auch gelb.
Oben sieht der so aus, hier sind verschränkte, rechts verschränkte Maschen. Und das Schöne ist halt dieser Schaft mit diesem Noppenmuster. Ich weiß nicht, den würde ich jetzt, glaube ich, morgen nicht an einem Tag schaffen, oder? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Vielleicht mache ich das nochmal schauen. So, Rechner ist aus. Kapitel 10 habe ich geschafft, da habe ich morgen einen guten Vorsprung. Ab jetzt wird es auch keine Zwischenkapitel mehr geben, weil ich die noch nicht geschrieben hatte im dritten Band, im zweiten und dritten Drittel des dritten Bands. Ich habe jetzt gerade ein paar Kartoffeln geschält, die sind schon auf dem Herd, denn heute ist der Moment, wo ich meinen erretteten Sahnehering essen werde. Den ersten habe ich ja an der Kasse geopfert. Und mehr passiert hier heute nicht. Also ich denke, wir sehen uns nicht wieder. Ich mache meinen Schal fertig, den zeige ich euch dann vielleicht morgen. Und ich habe gerade mal ein Schlückchen Wein eingegossen. Stimmungsaufheller. Yay, nicht. Naja, kann mir jetzt nichts ändern. Ein bisschen kränklich, diese Schreibzeit, oder? Das kommt definitiv in mein Fazit. Diese Schreibzeit war kränklich. Ja, also so ein bisschen verflucht ist diese Schreibzeit schon. Okay, Tag 3 des Krankseins und heute noch schlimmer als die Tage davor. Gott sei Dank hatte ich einen so einen Streifen Gripostat mitgenommen. Damit kann ich mich zumindest so über den Tag retten. Das ist trotzdem grauenvoll. Wenigstens hat man das Gefühl, man kann irgendwas unternehmen, ohne dass man jetzt noch zu einer Apotheke fahren muss. Jetzt ist das Internet ausgefallen, was jetzt beim Schreiben für mich nicht so relevant ist. Also ich bin seit heute Morgen am Buch zugange, wollte aber gleich mal frühstücken. Aber beim Frühstück würde ich halt schon gerne irgendwie Netflix gucken oder sowas und das geht halt gerade nicht. Glücklicherweise, ich habe gerade drüben angeschrieben, schauen Sie sich das kurz an. Ich nehme an, die müssen nur den Router neu starten, aber ich habe hier sicherlich nur einen Repeater, so wie ich das sehe. Also kann ich nichts machen. Und jetzt bin ich bei Kapitel 13 in Band 3. Ich glaube, ich habe noch, also ich habe 13 und 14 noch fertig geschrieben damals und dann kommt dieses Loch bis zu den Kapiteln, die ich dann wiederum geschrieben hatte. Und ich würde jetzt gerne noch 13 und 14 eben schnell überarbeiten und dann frühstücken. Und ja, also ich denke, ich kriege das schon noch hin, alle Kapitel zu überarbeiten, aber in diesem Zustand ist das jetzt doch eher so ein, ja, so ein Durchhalten. Also das ist jetzt leider mit wenig Engagement und auch wenig Euphorie, was wirklich schade ist an diesem Punkt, so nah am Ende. Aber ich ziehe jetzt durch, sodass ich zumindest technisch irgendwie soweit gut aufgestellt bin. Und dann nehme ich alles mit nach Hause. Also ich habe dann trotzdem hier ordentlich was gerissen. Es macht nur keinen Spaß mehr. Aber das liegt jetzt ja an den äußeren Umständen. Okay, wir hören uns später wieder. Och, was für ein Ärger. Oh, mir geht's so kacke und ich habe total Magenprobleme und ich möchte mich eigentlich nur noch auf dieses Sofa legen. Aber diese Internetproblematik dauert an und ich stehe mit dem Vermieter in Kontakt und wir haben schon alles von Kabel ziehen bis keine Ahnung. Er hat versucht per Remote auch den Router neu zu starten, hat auch nichts gebracht. Und schickt jetzt gleich irgendwann demnächst mal seine Frau vorbei. Ah, das ist natürlich jetzt eine einzige Wartestellung und ich kann mich jetzt hier so nicht entspannen und hier hinfliezen. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile 11:30, der halbe Tag ist vorbei und es ist die Hölle. Und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, ob ich, wenn jetzt schon alles so ätzend ist, ich nicht einfach anfange zu packen. Also bis auf das, was ich jetzt wirklich noch brauche morgen, so dass ich morgen mehr Zeit noch habe für nette Dinge, denn heute ist irgendwie schwierig, wie es scheint und dann hätte ich zumindest einen kleinen Vorsprung morgen. Also ich habe noch bis Kapitel 14 aber geschafft, so, oh, ich glaube, ich habe Fieber, soweit habe ich mich durchgerungen. Oh, okay, er schreibt wieder. Ja, okay. Tut ihm leid. Ja, kann er ja wahrscheinlich auch nichts für. Ist bestimmt irgendeine Störung oder irgendwas, aber ungünstig. Der ganze Tag ist ungünstig. Oh, okay. es ist mittlerweile fast 2 Uhr. Gerade eben ging das LAN dann wieder. Das Internet ist gar nicht so mein Problem, weil, also um mal eben meinen
Buch in die Cloud zu speichern oder WhatsApp-Nachrichten und sowas zu machen, zu surfen. Da kann ich auch mein LTE nehmen am Handy. Aber wenn man hier natürlich so ein bisschen gechillt irgendwie Netflixen oder in meinem Fall, ich habe gerade gestern 21 Euro für die letzte Staffel von Call the Midwife auf Amazon ausgegeben. Wenn man das so ein bisschen gechillt gucken will, dann geht das natürlich nicht ohne flüssiges Internet oder ausreichend Internet. Aber jetzt haben wir es hier irgendwie alle gemeinsam irgendwie hingekriegt. Ich habe in der Zeit eben ein bisschen gepackt, damit das hier morgen schon mal aus der Gleichung raus ist. Diese ganze Prozedur und auch mein körperlicher Zustand haben natürlich jetzt den halben Tag gekostet. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich heute nochmal spazieren gehe, aber es regnet ununterbrochen, also fällt das flach in meinem Zustand. Gut, da jetzt dieses Entertainment-Problem gelöst ist und ich ja auch immerhin was am Buch geschafft habe und gepackt habe, werde ich jetzt mal 1-2 Stunden gar nichts machen und mich auf dieses Sofa packen. Und heute Abend gibt es dann noch ein leckeres Essen, so ein Jamie-Oliver-Gericht, was ich gelegentlich gern mache. Ist einfach so aus Hühnchen, Kartoffeln und Kirschtomaten besteht. Das kommt dann alles in den Ofen mit so frischem Oregano und Olivenöl und so. Das ist bestimmt ganz nice. Das Blöde ist nur, ich schmecke nichts. Scheiße. Aber gut, bis heute Abend ist ja noch ein bisschen hin. Draußen ist der totale Sturm. Es windet auch total. Und man hört so richtig das Fiepsen durch die Fensterritzen. Da ich mich mit dem zweiten Liter Tee nur auf diesem Sofa aufhalte, momentan ist das irgendwie ganz gemütlich. Und man muss zumindest kein schlechtes Gewissen haben, dass man nicht doch noch rausgegangen ist. Ich bin so fertig. Samstag, ein Tag vor Abreise. Und das hier ist der fertige Schal. Er ist gestern fertig geworden. Und ich finde ihn super. Ich bin total happy mit dem Ergebnis. Und es geht mir heute auch etwas besser als gestern, was natürlich großartig ist, weil heute der Packtag ist. Also ich bin noch nicht total huhu, aber ich bin wieder irgendwie mobiler. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich habe schon zwei Kapitel überarbeitet. Es fehlen, glaube ich, noch 6. Dann bin ich da mit Band 3 durch, aber irgendwie bin ich da nicht sehr zufrieden. Also Band 3 ist noch eine richtige Baustelle. Das muss ich leider sagen und ich weiß echt nicht, wie ich das angehen soll. Oh, na gut, aber ich habe jetzt nur noch diesen Tag. Ich kann da jetzt nicht mehr, keine Wunder mehr bewirken. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Ich werde jetzt immer im Wechsel überarbeiten, packen, kleine Pausen einlegen und ich diesen Tag auch noch so ein klein bisschen genießen kann. Und dann gibt es nachher, würde ich sagen, noch ein kleines Fazit zu dieser Schreibzeit, die ja durchaus ihre Höhen und Tiefen wieder mal hatte. Und ich freue mich auch schon auf zu Hause, muss ich zugeben. Also es wird, glaube ich, die Rückfahrt wird ein bisschen heftig, weil es sind immer noch Sturmböen schon seit gestern und es regnet. Also die Fahrt wird eher so, oh, aber es sind zum Glück, glaube ich, nur 100 Kilometer. Das schaffen wir jetzt auch noch. Gut, es ist mittlerweile schon relativ spät. Ich weiß gar nicht, wie spät, aber relativ spät. Ich bin ziemlich weit mit dem Packen. 2 Taschen sind auch schon im Auto. Und ich denke, wenn ich noch am Buch arbeiten werde, dann werde ich das heute Abend tun. Und da ist die Kamera aber wahrscheinlich schon eingepackt. Deswegen ziehe ich mein Schreibzeit-Fazit vorsichtshalber jetzt schon. Damit das nicht untergeht nachher in der ganzen Abreisestimmung. Also es waren insgesamt 15 Tage, von denen natürlich 2,5 immer An- und Abreise geschuldet sind. 2-mal bin ich ausgeflogen nach Lüneburg und nach Buchholz. Und mindestens 3 Tage war ich irgendwie krank. Also roundabout 10 Arbeitstage, kreative Tage so. Also ich muss sagen, dass mir unabhängig davon, dass ich zwischendurch hier rumgekränkelt habe, in dieser Schreibzeit etwas gefehlt hat. Und auch schon in der Wildnis. Irgendwie zündet es nicht. Also es ist, irgendwas ist anders. Ich kann es nicht beschreiben und ich will es auch nicht irgendwie besonders negativ einstufen. Ich denke bloß, dass diese Kreativbombe, die sonst explodiert, sobald man mich alleine irgendwo absetzt und einfach machen lässt, dass das nicht mehr auf diese Weise funktioniert. Also nicht
indem ich irgendwo in der Ferienwohnung bin oder in der Wildnis, sondern ich glaube, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass es keine Herzensangelegenheit mehr ist. Also das Schreiben jetzt als solches, weil ich nicht so arg dahinterher bin, das merke ich einfach. Also ich, wenn ich dann dabei bin und so, macht mir das alles Spaß, das ist alles schön, aber es ist nicht wie früher, wo ich mich auf den Kopf gestellt habe und mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe oder auch die Wildnisse um die Ohren geschlagen habe und einfach alles daran gesetzt habe, da irgendwie voranzukommen und auch einfach an gar nichts anderes denken wollte und konnte. Und das ist nicht mehr so. Das ist einfach nicht mehr so. Und das liegt vor allem natürlich auch daran, dass es so nebensächlich geworden ist in meinem Alltag. Also dass es wirklich vollständig beschränkt ist mittlerweile auf diese festgelegten Zeiträume. Und dass ich weiß, dass ich nur diese Zeiträume habe und dann ist eben wieder alles andere wichtiger. Und das wiederum hat seinen Ursprung natürlich darin, dass ich vor einigen Jahren den Schwerpunkt verschoben habe, also notgedrungen ja damals nicht mehr vom Schreiben gelebt habe, sondern dann vom Grafikdesign. Und natürlich nimmt das dann auch einfach mehr Raum ein. Und ich merke, dass ich hier mehr mit dem Kopf bei meinen Kunden bin und bei den Grafikaufträgen und bei anderen Dingen, die im Büro und an dieser Stelle so anliegen, als jetzt zum Beispiel dabei mir zu überlegen, wie ich dieses Buch rausbringen werde. Und das schleicht sich schon so ein paar Jahre so ganz langsam so ein, weil jetzt merke ich einfach, es ist einfach ein anderes Gefühl. Und nun ist es natürlich auch so, dass wir hier eine Trilogie haben, also einen riesigen Brocken an Arbeit, der niemals in diesen Blöcken geschafft werden kann. Das ist einfach so frustrierend. Also ich werde alles daran setzen, das dieses Jahr abzuschließen und denke, dass ich dann gut damit beraten bin, sofern noch was geschrieben wird. Mir schwebt da schon noch was im Hinterkopf vor, was ich gern mal schreiben würde. Dass das dann keine Trilogie ist, also auch keine Kurzgeschichte, aber dass es halt etwas ist, was man im Rahmen meines Lebens, so wie es nun mal jetzt ist, auch fest integrieren kann, einbauen kann und irgendwie entweder auch außerhalb dieser besonderen Schreibzeiträume bearbeiten kann oder eben, dass es so darauf zugeschnitten ist, dass es auch schaffbar ist in dieser Zeit. Also das ist einfach zu schade, dass man hier mit so einer Erwartungshaltung herkommt und es dann nicht so richtig schafft. Ich meine, so stimmt das jetzt ja nicht. Ich habe alles überarbeitet, mir fehlen jetzt immer noch nur noch 5 Kapitel, dann habe ich 2/3 Bände der Trilogie fertig und das ist alles super und ich muss mich auch nicht schämen, ich habe ordentlich gerissen hier. Aber ich komme einfach nie an diesen Siegespunkt, an diesen Moment, wo es mich dann packt, wo ich irgendwie ein Glas Wein nach dem anderen trinke, das Finale schreibe und mich kaum noch einkriegen kann. Also dazu kommt es einfach nie und das macht mich irre. Deswegen, es muss entweder mehr Zeit im Alltag eingeräumt werden für diese Thematik oder ich muss mir etwas anderes suchen, was so ein Herzensprojekt ist. Man darf sich da ja auch nichts vormachen, es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn sich die Interessen verlagern. So, ich muss jetzt ja auch nicht, nur weil ich das vor 10 Jahren begonnen habe, den Rest meines Lebens Bücher schreiben. Das verlangt ja keiner, oder ist ja auch gar nicht irgendwie fest in Stein gemeißelt, dass das nun irgendwie so mein Ding ist. Die Erfahrung hat mir halt nur gezeigt, dass Dinge, die mein Ding sind, mich von alleine finden. Und das kann man ja nicht erzwingen. Das heißt, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass das Grafikdesign und meine Kunden und meine Arbeit mein Herzensprojekt ist. Das bedeutet, dass da, wenn denn da noch was anliegt, also irgendwas, was demnächst so das Projekt schlechthin für mich wird, dann gibt es das noch nicht. Dann muss mich das erst finden. Das soll jetzt auch auf keinen Fall negativ klingen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich keine Lust mehr habe zu schreiben oder dass ich irgendwie keine Lust mehr habe, hier solche kreativen Auszeiten zu nehmen. Überhaupt nicht. Das macht total Spaß, auf jeden Fall. Das heißt einfach nur, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit dieser Herangehensweise so momentan für mich nicht mehr weiterkomme. Da muss ich mir für mich irgendwas überlegen. Es ist mir hier irgendwie klar geworden, vorher war mir das überhaupt nicht so klar. Vorher dachte ich, das funktioniert wie immer. Aber ich habe gemerkt, dass es sich mehr nach Arbeit anfühlt als nach Freude. Und natürlich ist es immer Arbeit schreiben, klar. Aber
es sollte sich nicht nur nach Arbeit anfühlen. Und das hat es tatsächlich. Also auch wenn ich einige Male gelacht habe, so über meine eigenen Texte oder auch es spannend fand oder zufrieden war oder mal unzufrieden, also schon so drin war, hat es mich einfach nicht. Es hat so, der schönste Moment des Tages war, wo, wenn ich meinen Soll erfüllt hatte und, keine Ahnung, mein Eis essen konnte. Und das ist nicht gut. Das darf so nicht sein. Okay, unabhängig davon, vom Schreiben, da kann ich euch jetzt natürlich den Endstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitteilen. Also es kann, oder ich erhoffe mir, dass ich, bevor ich jetzt abfahre, die letzten Kapitel auch noch fertig kriege. Gehen wir einfach mal davon aus. Ja, bis hierhin habe ich ja auch mega durchgezogen, also denke ich schon, dass ich das heute noch schaffe. Mir geht es auch schon deutlich besser, also ich fühle mich noch so ein bisschen schwächlich und merke auch, dass ganz schön die Pumpe geht, wenn ich mal zu viel hier rummache. Halsschmerzen habe ich auch noch, aber es ist deutlich besser als die letzten zwei Tage, also vielleicht kann ich mich noch aufraffen und noch ein paar Seiten überarbeiten. Betrachten wir das also als getan und damit durchaus als Erfolg innerhalb dieser Schreibzeit. Ansonsten ein Fazit zur Wohnung. Ich verlinke sie euch, wenn ich dran denke, auch in der Infobox. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Also von der Aufteilung her und der Infrastruktur so. Also vor allem die Umgebung hat mir super zugesagt, weil das halt einfach voll mein Ding ist. Ich laufe gerne durch so Wohngegenden. Das konnte man hier so schön so in den ganzen Häuschen entlang. Man konnte auch mal über eine Wiese. Es gab ein Pferd, zwei sogar. Es gab Katzen, es sind mir einige über den Weg gelaufen. Sekunde, ich muss mal ein Schlückchen trinken. Und vor allem gab es infrastrukturtechnisch alles, was ich brauchte. Also es gibt eine Tankstelle, es gab verschiedenste, viele Supermärkte. Also hier gibt es wirklich alles direkt, also mit dem Auto sowieso, aber auch zu Fuß. Also wirklich eine unkomplizierte Location, mit der man, also wo man sich so super einrichten kann jetzt für mich. Das hat mir alles sehr gefallen, auch die Wohnung selber. Ich finde, dass sie der Airbnb-Anzeige nicht ganz gerecht wird, weil sie schon, ich will nicht sagen deutlich, aber sie ist abgewohnter als auf den Bildern und wirkt da auch sehr viel, ich weiß nicht, ich will nicht sagen sauberer, aber also ich hatte schon ein bisschen zu tun, dass ich mich hier erstmal so weit einrichten konnte, dass ich mich wohlfühle. Und es war deswegen schon so, dass ich so ein bisschen, gedacht habe, na das hätte man aber, das ist so ein kleines bisschen Gemeckere. Aber jetzt mal von so Dingen wie eben Essensreste von den Vorgängern im Besteckkasten oder in den Töpfen und Tassen und Dings, die man da eben erst rausspülen und poolen muss, das bin ich auch aus anderen Ferienwohnungen schon gewohnt, das kommt vor. Von diesen Abnutzungs-, Benutzungserscheinungen jetzt mal abgesehen, ist die Wohnung total ideal für so einen Zweck. Was ich allerdings tatsächlich vielleicht so nicht machen würde, wäre eben bei so Airbnbs ist es ja eben doch häufig so, dass die Vermieter mit im Haus wohnen, was ich in der Regel versuche zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Hier war es nicht so genau beschrieben in der Anzeige. Es war wunderbar nett, also wenn man sich mal gesprochen hat vor der Tür oder so, alles super. Kein Ding. Aber man fühlt sich halt nie richtig alleine. Man hat halt jedes Mal, wenn man den Müll rausbringt oder wie ich zum Beispiel meine, dann hat man immer das Gefühl, man ist doch irgendwie, weiß ich nicht, beobachtet oder jemand könnte denken, dass man selber beobachtet. Also es ist irgendwie so, es ist nicht ganz so abgeschottet, wie zum Beispiel, wie ich es halt von der Wildnis zum Beispiel gewöhnt bin. Aber das ist ja auch was anderes. Also insgesamt habe ich mich hier sehr wohl gefühlt, sowohl in der Wohnung als auch in der Umgebung. Und damit wären wir auch beim letzten Punkt, Wohlbefinden im Allgemeinen. Und das war, muss ich sagen, schwieriger. Also durch die Krankheitstage, ich hatte einige Tage, auch an denen, wo ich nicht erkältet war, wo es irgendwie kriselte. Also entweder tat mir irgendwas weh, Zahnschmerzen hatte ich sehr viel, weil ich nachts offenbar viel, ich habe so eine Beißschiene, viel gebissen haben und sehr verspannt war und verkrampft war. Also es gab fast mehr schlechte Tage als gute, was so die körperliche Erholung angeht. Ich habe nicht ein einziges Mal Sport gemacht, was auch schon einiges aussagt. Ich mache seit April 2022 bis vor diese Schreibzeit jetzt, bis vor zwei Wochen, habe ich
mindestens zweimal die Woche Sport gemacht, oftmals sogar eher dreimal und zwischendrin nur ein oder zweimal kurz für eine Woche oder anderthalb aussetzen müssen wegen irgendwelcher Wehwehchen oder irgendwas. Und dass ich in dieser ganzen Zeit jetzt hier keinen Sport gemacht habe, zeigt schon, dass ich körperlich einfach nicht sehr motiviert war. Nicht nur jetzt, also nicht was jetzt das Aussehen immer so angeht, sondern einfach dieses, ich hatte keinen Bock. Also es kam einfach nicht in Schwung. Ich merkte einfach, dass ich will einfach gar nichts machen. Und das ist nicht etwas in dem Sinne, wie ich erhole mich jetzt total und lass mal das mit dem Sport, ist für mich keine Strafe oder irgendwas, was ich machen muss, sondern Sport ist für mich Teil des Wohlfühlens. Natürlich, kurz vorher hat man nie Lust drauf, aber hinterher ist man dann ja glücklich. Und wenn ich das nicht mache, heißt das auch, dass ich mich nicht wohlfühle. Und deswegen würde ich sagen, dass mir das jetzt nicht so sehr die Akkus aufgeladen hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich kann das auch alles irgendwie nicht so richtig fassen. Ich glaube, das liegt auch viel mehr an ganz vielen anderen Umständen momentan, an der ganzen Zeit, wie sie momentan ist. Es ist irgendwie die Luft raus seit dem blöden Corona, ich sag's einfach nochmal so. Seitdem ist, ich weiß nicht. Also ich weiß, für alle, für die meisten ist es vorbei, für mich theoretisch auch. Ich habe damit ja an sich nichts am Hut. Aber die gesamte Stimmung hat sich eben einfach verändert und das habe ich schon in der Wildnis gesagt und das merke ich auch jetzt wieder. Man wartet immer nur darauf, dass es irgendwie jetzt besser wird, was auch immer. Und vergisst dabei plötzlich, also völlig, dass man jetzt lebt und nicht darauf warten soll, dass es nächste Woche oder im nächsten Urlaub oder was weiß ich besser wird. Und diese Haltung habe ich irgendwie immer momentan bei mir. Also jede Woche, das habe ich auch zu meiner Mutter oder sie zu mir letztens noch gesagt, man absolviert so seine Arbeitswoche und denkt so, jetzt habe ich das geschafft, so und dann nichts. Man macht das alles. Und es passiert aber überhaupt nicht, also für nichts. Und ich glaube, insgeheim hatte ich gehofft, dass ich hierher komme und dass das alles, weiß ich auch nicht, naja, wie sonst auch funktioniert. Bei mir ist es sonst immer so gewesen, ich mache mir den Kopf frei, ich mache mein Ding, ich bin hier alleine und kümmere mich nur um mich. Und dann passieren ganz verrückte Dinge. Also dann kommen mir Ideen oder ich habe plötzlich neue Angewohnheiten und Routinen oder entdecke irgendwelche Dinge, die ich dann auch beibehalte und mitnehme, ob das Kochrezepte sind oder die Art, wie ich mir die Haare flechte oder keine Ahnung, die Art, wie ich einen Computer benutze oder Musik, die ich höre oder also ich komme immer mit so einem neuen Blickwinkel nach Hause in der Regel. Sowohl aus der Wildnis als auch aus solchen Kreativzeiten. Und das ist diesmal nicht passiert. Ich habe keinen Wow-Effekt. Ich habe keinen Hey. Ich nehme da nichts mit. Das klingt jetzt furchtbar frustrierend. Ich will auch nicht, dass dieses Fazit hier so ein einziges Gejammer ist. So ist es überhaupt nicht. Ich bin sehr froh, dass ich das hier gemacht habe. Und es hat sich auch in jeder Hinsicht gelohnt. Bis auf die Erkältung. Aber ich würde es in meiner Rangliste der Schreibzeiten, und da gab es ja schon einige, nicht als den absoluten Höhepunkt irgendwie listen. Keine Ahnung warum. Kann ich euch nicht sagen, weiß es nicht. Naja, okay. Das ist irgendwie super frustrierend. Naja, so unglücklich das jetzt auch klingt, was ich übrigens überhaupt nicht bin, nur nochmal, um das klarzustellen. Ich bin wahrscheinlich auch schon so ein bisschen in Abreisestimmung und mit der Erkältung nervt das einfach. So wichtig war es mir doch, meine Fazitgedanken nochmal kurz zusammenzufassen, ehe ich diese Kamera wegpacke und das dann vergesse. Also gut, davon abgesehen, dass ich erkältet war und dass ich nicht genau weiß, wie ich überhaupt mit diesem Buch jemals oder diesen Büchern jemals fertig werden könnte, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe, beziehungsweise dass es für euch auch eine nette Abwechslung zu den üblichen Vlogs war. Oh, ich bin noch nicht ganz fit. Und ich vermute, dass wir uns jetzt nicht wiedersehen werden, ehe ich zu Hause im Büro bin. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss und hoffe, dass ihr mir das Loch verzeiht, was es jetzt bei den Vlogs gab. Das hatte ich ja schon erwähnt. Das ist während der Schreibzeit, also insgesamt 3 Vlogs, ausfallen müssen leider.
Aber dafür geht es jetzt ja hier wieder nahtlos weiter. So oder so freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr mitgekommen seid. Und ich hoffe natürlich, wenn auch nicht exakt so, sondern vielleicht in ähnlicher Weise, dass es sowas auch immer wieder geben wird. Also da muss ich nochmal schauen, ob das nun alles so weitergehen soll oder ob ich mir da nochmal andere Tricks überlege. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut!